Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Pokémon Go und hier ist mein erster Lavitar und schon habe ich 17 Lavitar Bonbons, 25 brauchen wir für die Weiterentwicklung und im Laufe des Videos werden wir genug Bonbons haben, um auch einmal weiterzuentwickeln. Ist ein männliches Lavitar, nicht ganz gemaxt mit 505, aber wenigstens haben wir jetzt mal eins. Und das gibt am Ende, wenn alles gut geht, irgendwann mal einen Despotar. Das wäre natürlich das Idealste. Heute werde ich auch 32, also heute im Video passiert relativ viel. Machen wir also einfach mal weiter. Jetzt das hier, mein erster Lavitar. Was haben wir noch sonst so? Wir haben das Eier ausbrüten. Und da kriegen wir natürlich auch was Neues raus. Was Neues ist natürlich die Frage. Und es war halt mehr Bonbons und es waren Quapsel, aber wirklich was Neues war es dann doch leider nicht. Und hier in der Nähe war ein Lapras, das war schon mal ganz gut. Das habe ich mir dann auch noch geholt. Lapras ist immer gut und das war im Rahmen des Wasserevents. So, und dann gibt es auch wieder hier ein 5-Kilometer-Ei und da seht ihr, ist also ein Damhirplex drin mit 21 Bonbons. Kann man nicht weiterentwickeln. Bringt daher nicht so viel, aber besser als gar nichts. Und das nächste Ei, wir lassen uns überraschen, ein Funpi, sehr gut, den können wir super gebrauchen. Wir haben jetzt 70 Funpi-Bonbons, also heute sehen wir auch die Weiterentwicklung vom Funpi. Das ist doch schon mal super, ist ein starkes Pokémon, das kann ich euch schon verraten. Und jetzt kommt hier dann mal was ganz Altes, ein Smogon aus den alten, ja aus der ersten Generation, also nicht aus der alten Generation. Und damit haben wir jetzt mal was bekommen, was ja eigentlich Standard ist. Jetzt aber ein 10 Kilometer Ei. Jetzt wird es ganz spannend. 10 Kilometer verspricht ja was Cooles und das ist auch was Cooles. Ein Porygon. Und damit habe ich 32 Bonbons mehr. Heißt, ich habe jetzt 71 Porygon-Bonbons und auch schon die Platine dafür. Jetzt kriege ich also Porygon 2, das auch heute im Video. Dauert noch ein bisschen, aber jetzt gleich sehen wir es. Ihr seht aber schon, die wichtigsten Sachen kriege ich hier aus den Eiern raus. Also Wildfangen ist echt schwer geworden, da ist nichts mehr Besonderes. Hier ein Schlurp, okay, den kann man auch gebrauchen. Bald gucke ich mir auch mal an, was man für Generation 3 und 4 so braucht, zum Weiterzuentwickeln. Also was für Bonbons, aber das erst im nächsten Video. Heute wollen wir erstmal 32 werden. Ja, immer dieses Mitfahrer-Ding, das nervt so ein bisschen. Aber dieses Geotracking ist halt nicht immer so cool. Und jetzt haben wir auch ein Lapras. Sehr gut, das haben wir wieder aus einem Ei. Wie gesagt, Eier sind schon wichtig. Also immer in die Arenen reinsetzen, Münzen sammeln und dafür die Brutmaschinen kaufen. Das ist schon das Sinnvollste. So, Macholo. Okay, Macholo ist jetzt auch nicht so wichtig. Ist auch aus der ersten Generation. Lapras natürlich auch, aber Lapras ist sehr selten. Und jetzt haben wir hier auch schon wieder das nächste Ei. Ja, man bekommt auch, obwohl die zweite Generation draußen ist, doch sehr viel noch aus der ersten Generation. Hier ein Tentacha. Und hier bin ich gerade in der Nähe von Koblenz, ja, an der Mosel. Und da habe ich mir ein Sichlor geholt, weil ich brauche noch ein paar Sichlor-Bonbons. Und jetzt hier, sogar bei mir in der Nähe, im Erftkreis, bin ich unterwegs. Gibt es auch Tanzas. Jawohl, 627er Tanzer. Hier gebe ich auch mal sofort eine Sanabeere dazu, weil ich hier mehr Bonbons brauche. Ich will auch das Tanzer weiterentwickeln. Und das müssten wir heute auch hinbekommen. Gucken wir mal, wie viele Bonbons wir jetzt haben. Ja, mit dem Ball haben wir es auch gefangen. So, 6 Bonbons durch die Beere und wir sind bei 51 Bonbons. Auch hier heute die Weiterentwicklung vom Tanzer etwas später. Wir sammeln noch ein bisschen und dann gibt es gleich eine Entwicklungsphase. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir jetzt also das Glücksei und jetzt haben wir 30 Minuten Zeit, um ganz viele Pokémon zu entwickeln und dementsprechend immer doppelte EP zu bekommen beim Entwickeln. Ah, hier mein Kabuto. Der braucht auch noch viele Bonbons, bis ich den endlich mal weiterentwickeln kann. Das ist im Moment mein Hauptbuddy.
wir fangen mal mit einem ganz alten Pokémon an, ein Raupi, aber gleich wird es natürlich spannender. Wir wollen natürlich die Spannung auch ein bisschen aufbauen und ja, ein Safgon. Gut, den hat glaube ich jeder von euch schon mal gesehen, ist jetzt nichts Wildes und damit kann man jetzt auch mal zu den wichtigen Pokémon übergehen. Ihr seht unten, ich bin ja relativ weit mit Level 31, aber auch diese Entwicklungsphase reicht noch nicht. Wir müssen nachher noch ein bisschen was zusätzlich sammeln. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Von der Nummer her sortiert müssen wir dann doch ein bisschen runterscrollen, damit wir dann auch die neuen Pokémons erstellen können oder entwickeln können. Und hier hat mir noch der Sonnenstein gefehlt. Hier fehlt mir noch der Kingstein, also auch hier kann ich kein Quaxo machen. Das nervt mich besonders, weil ich da schon ziemlich lange nach suche. Am Anfang gab es sehr schnell, also im Februar gab es sehr schnell diese Steine, aber mittlerweile ist das echt schwer, die zu finden. So, Sichlor, Metallmantel habe ich, hier fehlen mir die Bonbons, also irgendwas fehlt immer. Scherox muss also auch noch ein bisschen was warten. Wenn ich mit dem Kabuto fertig bin, wird vielleicht der Sichlor zum Buddy? Ja, ich weiß es noch nicht. Jetzt aber ein Porygon. Da haben wir alles für. Und so, bitteschön, da hast du das Item. Und jetzt zeig mir, wie ein Porygon 2 aussieht. Und ich bin gespannt, wie stark es sein wird. Ja, es ist am Entwickeln. Es hat alles funktioniert. Sehr schön. Und damit haben wir jetzt endlich Porygon 2 alles ein bisschen abgerundeter und damit einen neuen Pokédex-Eintrag. Blitzkanone mit 140, das ist schon mal gut, aber natürlich nicht so stark mit 1620. Schade, macht guten Schaden im Kampf, aber leider nicht hoch genug. Ich gebe mal die Porygon-Bonbons ab hier, um ihn weiterzuentwickeln und... Insgesamt wirklich aufgefallen, KP-Wert, bester Wert, ja, beeindruckt, kolossales, Porygon 2, ein großes mit 43 Kilo und es gibt demnächst auch noch Porygon Z, also eigentlich sollte man nicht die Bonbons zum Entwickeln ausgeben, man sollte die Bonbons jetzt sparen, weil in Generation 4 müsste es theoretisch Porygon Z geben, also erstmal ein bisschen aufbewahren die Bonbons. Wenn ihr einfach nur den Pokédex voll machen wollt, wenn ihr natürlich starke Pokémons wollt, tja, dann muss man die Bonbons halt auch einsetzen. Und hier haben wir ja noch immer den Sonnenkern, können wir auch noch nicht weiterentwickeln, aber jetzt das Tanzer, das können wir weiterentwickeln und dementsprechend Frotesca oder so müsste das jetzt heißen, gucken wir mal, wird das jetzt auch ein neuer Pokédex-Eintrag bei mir, auch hier endlich wieder mehr im Pokédex, den wollen wir auf jeden Fall voll kriegen. Ich will gar nicht so die stärksten haben, aber bald kommen ja auch die legendären angeblich im Sommer. Und da haben wir es. Forstelka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mit 1470 Felsgrab als Angriff. Ein richtig schlechtes Pokémon. Tja, so kann es gehen. Wir haben es endlich weiterentwickelt, aber so wirklich toll ist das nicht. Ein Rabauz haben wir auch. Rabauz kann sich noch zu Capoeira weiterentwickeln, je nachdem, was es für einen Wert hat. Also es muss entweder KP sein oder Leben oder wie war das nochmal? Das erkläre ich euch beim nächsten Mal, wenn ich auch den Capoeira dann mir hole. Aber jetzt erstmal, hier, jawohl, Fempi ist weiterentwickelt und wieder einen neuen Pokédex-Eintrag. Wir haben einen Donphan mit 1693, auch noch nicht so stark. So, und hier, wie gesagt, das erkläre ich euch beim nächsten Mal. Je nachdem, was es für einen höchsten Wert hat, entwickelt es sich also anders. Entweder zu einem Capoeira oder Kikli oder Nocturne. Und da kommt es drauf an, also Verteidigungswert oder KP-Wert oder Angriffswert. Der muss am höchsten sein, je nachdem entwickelt es sich. Erkläre ich euch dann, wenn ich den Capoeira bekomme. Könnt ihr ja auch mal nachgoogeln, was man haben soll, damit man die richtigen als Ergebnis bekommt, die man haben möchte. Also Rabauz beim nächsten Mal weiterentwickelt.
So, und ja, eine Medaille verdient. 70 Pokémon im Pokédex, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden. Sehr schön, eine neue Goldmedaille. So muss das sein. Wir erweitern meinen Schatz immer mehr. Ich sag immer wir, weil wir halt zusammenarbeiten. Ihr guckt ja auch bei mir zu. Das macht doch Sinn, oder? Und jetzt haben wir hier nochmal das riesige Vieh. Ein Keifel mit 1700. Ist noch immer nicht mein stärkstes, aber ich gucke auch immer, dass ich männliche und weibliche bekomme, also Versionen bekomme der Pokémons, weil viele sind ja männlich oder weiblich möglich. Nicht jedes hat Geschlecht, also so ein Metallwesen oder so ja nicht, Porygon ja auch nicht, aber die meisten schon. So, und jetzt müssen wir den hier noch bekommen und dann habe ich, glaube ich, die 32 endlich geknackt. Also den Marill mal weiterentwickeln. Oder eher mal fangen. So, den haben wir jetzt. Damit haben wir wieder ein neues Pokémon. Aber mit dem ersten Wurf nur. Nichts für den Pokédex. Den habe ich schon lang. Und damit ist das Ei abgelaufen. Somit gibt es keine doppelte EP jetzt mehr. Sehr unangenehm. Ich muss wieder ganz normal EP scheffeln jetzt. Das dauert richtig lange. Ab 32 ist es die Hölle irgendwie zu leveln. Also es wird immer mehr an Ex, was man braucht. Fast immer doppelt so viel oder so. Und das dauert richtig lange. So, damit haben wir jetzt ein Weberack mehr. Aber ihr seht unten immer noch keine 32. Ich muss noch richtig viel durch die Gegend. Es fehlen immer noch fast 40.000 EP. Würde nochmal eine Glückseisitzung bedeuten. Weil da bekommt man so circa 40.000 bis 70.000, wenn man auch weiterentwickelt. So, und mir fehlt auch noch hier eins für den Drachenprofi. Dann habe ich auch fast alle Medaillen, die man so im Standard sieht. Incognito fehlt mir noch komplett, habe ich auch noch nicht. So, und jetzt haben wir hier ein 2-Kilometer-Ei. Ja, wieder aus der ersten Generation, also ich sag's ja, Eier ausbrüten ist nicht immer toll, weil man kriegt noch viel aus der ersten Generation. Aber wenn es ein Porygon ist, da lasse ich mich nicht lumpen. Wenn es natürlich hier oh Gott, ein Magnetillo ist, ist es natürlich sinnlos. Das ist Verschwendung von Eierbrutmaschinen. Jetzt aber im 10 Kilometer Ei. Jetzt bitte nochmal was Besonderes. Jawohl, das brauche ich ganz, ganz dringend. 32 Bonbons mit drin, Dratini, 58 Bonbons habe ich. Irgendwann werde ich wohl mal einen Dragoran kriegen. Aber auch hier muss ich noch viel, viel sammeln. Ich habe bis jetzt noch keinen Dragoran. Aber damit habe ich jetzt auch 10 Pokémon vom Typ Drachen. Und das ist natürlich auch cool. Und was das hier ist, das ist was ganz Besonderes. Das war das Pumpenwerk Götzenkirchen, der Pokestop. Der ist mitten im Wald. Und hier in Pokémon Go sieht man es nicht, aber wenn er nach Ingress geht, das ist ja auch so ein Spiel wie Pokémon Go, so mit GPS-Tracker und sowas, dann sieht man, da steht Garium drauf. Das ist also mein Pokestop, den habe ich ins Spiel eingereicht. Bin ich total stolz drauf, dass es geklappt hat, weil da ist sonst meilenweit kein Pokestop. Und so hat man dann einen. Und im 10-Kilometer-Ei jetzt auch mal wieder ein Lavitar. Und den können wir jetzt auch weiterentwickeln. Jetzt haben wir 25 Bonbons. Bedeutet, wir haben nicht nur ein Lavitar, wir kriegen gleich auch noch was anderes. So, und ja gut. Wieder mal erste Generation. Wieder mal ein schlechtes Ei, so möchte ich es nennen. Und mal gucken, ob jetzt hier im 5-Kilometer-Ei was Besseres drin ist, weil den Goldini, den braucht wirklich kein Mensch mehr. Und was kommt jetzt hier raus? Däumchen drücken. Den haben wir eben auch schon bekommen. Kann man nicht weiterentwickeln. Bringt nichts. Ja, und dann hier Plex. Gut, passiert schon mal. Jetzt aber. So viele Eier, so viele Pokestops. Und jetzt machen wir einfach mal die Weiterentwicklung von einem Radfratz, damit wir dann auch endlich 32 werden. Reicht es? Es reicht noch immer nicht. Das waren wieder ein paar Entwicklungen und oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das knapp. Immer noch keine 32. Was mache ich? Irgendwas entwickle ich jetzt noch weiter, damit ich jetzt auch endlich 32 werde. Und genau, mit dem Lavitar. Was wird ein Lavitar, wenn es entwickelt wird?
Wir werden es gleich sehen. Ich habe leider kein starkes Lavita. Ich habe alles nur so um die 500 Lavitas. Und das ist natürlich nicht so toll. Aber, jawohl, es ist vollbracht. Wir haben die zweite Entwicklung. Jetzt fehlt nur noch, die erste Entwicklung. Jetzt fehlt nur noch die zweite Entwicklung zum Despotar. Und jetzt habe ich ein Pupitar. Neu im Pokédex. Ah, ein Despotar habe ich schon mal in den Arenen gesehen, aber leider noch keinen eigenen. Ja, und jetzt fehlen noch über 80 Bonbons. Das dauert jetzt noch richtig lange. Und endlich Level 32. Toppeleber, Toptrank, Hyperbälle, Himbeeren. Mehr gab es nicht. Aber immerhin endlich Level 32. Was war das für eine Arbeit? Ja, und die Arbeit kann man sich jetzt nochmal machen bis 33. Ich denke mal, der Kabuto wird dann auch bestimmt schon Kabutos sein. Und ja, das ist jetzt so mein Medaillenspiegel. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. 3 Millionen totale Exp seit dem 7.7.2016. Hat ein bisschen was gedauert. Ich hoffe, ihr ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir die nächsten Entwicklungen machen, wenn wir die nächsten neuen aus der zweiten Generation sehen. Und bis dahin, macht es gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da und ein Abo. Bye, bye.